Herzlich willkommen in Lydias leichte Küche. Ich habe die Sarah wieder dabei. Die Sarah wird mir heute helfen, ein Rezept zuzubereiten, das sich sehr gut für die 21-Tage-Kur eignet. Wir machen heute Minutensteak aus Rind und Gemüseragout. Genau, für das Gemüseragout in leicht mediterranem Stil. Wir haben Aubergine, Zucchini, Paprika, haben noch Zwiebeln und ganz wichtig, wir haben Chili dabei. Warum die Chili? Das Capsaicin in der Chili hat nämlich richtig, richtig tolle Eigenschaften. Zum einen ist es antioxidativ, das heißt, es ist natürlich wichtig für die Gesundheit. Zum anderen steigert es natürlich die Thermogenese, also hilft beim Fettverbrennen. Und das ist ein echter Appetitzügler. Also habt keine Angst vorm Schaffen. Genau. Wir fangen mal an. So, dann fangen wir vielleicht mit dem Gemüse an, weil unser Fleisch, wie ich gesagt habe, wir machen Minutensteak, nur maximal 2 Minuten braucht, also 1 Minute von jeder Seite. Also wir werden zuerst unser Gemüse zubereiten. Wie immer bei 21-Tage-Kur brauchen wir anstatt Fett etwas Wasser und dann werden wir zuerst die Zwiebel und Chili leicht anschwitzen. Ja. Für die, die das noch nicht gehört haben, also ich nehme immer Schalotte anstatt Zwiebel, diese ist etwas milder im Geschmack, das esse ich ganz gerne. Wie ist das bei dir? Ja, ich esse auch gerne Schalotte. Außerdem finde ich, ist das farblich auch immer noch mal so ein extra. Es hat so einen leichten lilanen Touch. Das stimmt. Und wenn man gerade die Auberginen zubereitet, dann passt das ja hervorragend dazu. Okay. So, dann zuerst die Auberginen. Also wir haben jetzt hier eine halbe Aubergine klein geschnitten, eine kleine Zucchini und eine rote Paprika. Was man natürlich bei Paprika machen kann, wir haben zwar jetzt nicht gemacht, aber man kann, bevor man sie klein hackt, erstmal die Schale abmachen, dann ist die Paprika besser verdaulich. Man könnte natürlich jetzt auch anderes Gemüse nehmen, also man könnte auch Pilze nehmen oder... Klar. So, wir können jetzt schon mal ein bisschen salzen und pfeffern. Riechst du das schon? Ja. Und wenn man möchte, ein bisschen fettfreie Gemüsebrühe. Und ein bisschen Kurkuma. Warum? Ich möchte gerne so leichte gelbe Farbe da reinbringen und das ist mit Kurkuma ganz toll. Mhm. Aber das mache ich auch erst ganz zum Schluss. So, vielleicht kannst du schon die andere Pfanne anmachen. Ja. Wir haben jetzt auch extra eine Grillpfanne genommen, weil durch die Grillpfanne bekommt das Fleisch noch so richtig schöne Streifen. Das sieht immer richtig gut aus, wie aus dem Restaurant dann. Sieht gleich viel ansprechender aus auf dem Teller. Und leichte Röstaromen. Genau. Auf alle Fälle, gut, wunderbar. Dann warten wir ein bisschen. Ja, Sarah, du hast auch die Kur ausprobiert? Ja, ich habe die Kur auch gemacht. Ich war auch sehr zufrieden. Bei den tollen Rezepten hat man immer wieder was Neues gehabt. Was war denn dein Favorit bei den Rezepten? Mein Favorit waren die Tomaten mit den kleinen Shrimps. Das fand ich richtig gut. Ich denke als Studentin auch deswegen, dass es sehr schnell ging. Gell? Genau. Nur Tomaten, Garnelen rein, fertig. Genau, das war echt einfach. Super. Gut, dann schauen wir mal auf unsere Pfanne. Heiß ist. Ich denke, das braucht noch einen Moment. Aber dadurch, dass unser Gemüse auch noch mal ein paar Minuten braucht, also umso kleiner sie geschnitten wird, umso schneller ist es auch gar.
denkst du? Das fühlt sich heiß an. Gut, wunderbar. Dann können wir jetzt unser Fleisch da reintun. So ein bisschen Rosmarin dazu. Durch die ätherische Öle hat das Fleisch noch ein bisschen mehr Geschmack geworden. Und das lassen wir einfach mindestens eine Minute jetzt auf eine und auf andere Seite grillen, quasi. Ups. Unser Gemüse ist auch schon fast fertig. Wenn ihr nicht zu der Gruppe gehört, die 21 Tage Kur machen, können wir das Gemüse auch mit etwas Olivenöl zubereiten. Natürlich immer daran denken, dass ein Esslöffel fast 100 Kalorien hat. Aber immer für den Geschmack können wir ein wenig Olivenöl dazugeben. Genauso bei dem Fleisch, das können wir ja auch auf eine andere Pfanne dann zubereiten mit Schuss von Pommes frites. Fertig. Wir können das Gemüse schon mal probieren. So, einmal du, einmal ich. Schmeckt gut. Wie gesagt, ich gebe ein bisschen Kurkuma. Merkst du die Schärfe von Chili? Ja. Jetzt merke ich sie. So. Wir haben gar nicht viel gehabt. Wir haben von so einer ganz kleinen Schotte 3/4 davon genommen für die ganze Gemüsepfanne. Und das war wirklich ganz toll. Scharf jetzt. Dann lassen wir noch mal ein bisschen Kurkuma. Das ist immer der Vorführeffekte da ist. Drin bleiben, aber es muss gar nicht weiche werden, oder? Wie ist denn dein Geschmack? Ich mag das auch lieber, wenn es ein bisschen Biss noch hat. Ja, wunderbar. Das Fleisch dürfte auch soweit gut sein. Genau, aber da es noch ein bisschen blutig ist, dann tue ich das hier auf die andere Seite auch noch mal ganz kurz. Und dann können wir gleich anrichten. Wir fangen jetzt vielleicht mit der an. Also ihr seht, das ist ja von der Gemüse wirklich ganz reichlich. Also wenn man dabei nicht satt wird, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich werde das jetzt erstmal nicht komplett auf dem Teller tun. Man dürfte aber theoretisch das Gemüse so auch essen. Das sind ungefähr 350 bis 400 Gramm Gemüse. Und dann nehmen wir unser Fleisch nochmal. Hier rein. Und was darf nochmal bei mir nicht fehlen? Kräuter. Räucherkräuter. Genau. So, dann machen wir nochmal ein bisschen Petersilie drauf. Unser Gericht ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt das. Und wenn ihr noch weitere Rezepte von mir wollt, dann meldet euch bei mir
auf der Internetseite www.wenige-vegan.com oder auf Facebook. Bis dann. Tschüss. Tschüss.